Ei, Heiliger Geist. In Jesus Namen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Wort Gottes. Was suchst du? Das ist der heutige Titel der Predigt, die wir uns heute was suchst du? Ist die Frage und Einleitung. Ich möchte noch zum Anfang beten. Herr, danke für den heutigen Tag. Danke, dass du da bist, dass du unser Zentrum bist, dass du uns führst, dass du uns segnest. Herr, wir danken dir, dass du uns errettet hast. Danke, Jesus, dass du heute da bist. Wir laden dich ein, dass du das Wort führst, dass du uns lehrst in deinem Wort, dass du unsere Gedanken freimachst, unsere Herzen öffnest, um dein Wort zu hören. Herr, segne jeden Einzelnen durch dein Wort in diesem Tag. Wir brauchen deinen Segen, wir strecken uns aus nach dir. In Jesu Namen. Amen. Was suchst du, ist die heutige Frage. Wir werden uns heute anschauen, und zwar Jesus Christus, der auferstanden ist. Jesus Christus ist ja auferstanden. Er ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht in der Erde geblieben. Sondern unser Herr ist auferstanden. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann haben wir ein Problem. Denn wenn unser Herr nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Unser Glaube, unsere Zeit, unser Leben, es gibt keinen Sinn mehr darin. Wir werden uns das heute anschauen, und zwar, ich habe da eine Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt von der Auferstehung. Und zwar, es gibt viele, die sich auf die Suche gemacht haben. Ja, es gibt sogar diejenigen, die gesagt haben, ich werde beweisen, dass das alles nicht stimmt. Und zwar einer von diesen ist Lee Strobel. Lee Strobel war ein Reporter, der gesagt hat, er wird beweisen, dass das alles nicht stimmt. Was in den Evangelien steht, was in der Auferstehung über Jesus Christus steht, und er öffnete, es gibt ein Buch und einen Film dazu, Der Fall Jesus. Und er ist einer von diesen, die sich auf die Suche gemacht haben, um etwas zu beweisen, und kam zum Glauben. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3 lesen wir, denn ich habe euch als Erster überliefert, was ich auch empfangen habe. Wer ist dieser Ich? Paulus schreibt ja die Korintherbriefe. Er hat 9 Briefe geschrieben im Neuen Testament. Und Paulus schreibt, ich habe euch als Erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde, und dass er am dritten Tage gemäß den Schriften auferstanden ist. Und dass er von Kephas gesehen wurde, danach von den 12. Kephas ist Petrus. Danach, Vers 6 steht, ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber entschliefen. Das heißt, als Paulus diesen Korintherbrief geschrieben hatte, waren die meisten von diesen 500 Zeugen noch am Leben. Einige sind entschlafen worden. Und diesen 500 ist er gleichzeitig erschienen.
Danach ist er von Jakobus gesehen worden und danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wir wissen die Bekehrung von Paulus bzw. Saulus war ja ein Verfechter des Gesetzes, ein Pharisäersohn, der den Christen nachhetzte. Und Jesus Christus ist den Saulus erschienen und er bekehrte sich und wurde zum Saulus. Das heißt, die 12 Aposteln, mehr wie 500 auf einmal, haben Jesus Christus, den Auferweckten, gesehen, den Auferstandenen, der aus dem Grabe auferstanden ist. Jetzt gibt es Religionen, die haben Jesus Christus am Kreuz ihr Fokus, ihre Anbetung oder ihr Stil ist auf diesen toten Jesus hin. Die kennen vielleicht gar nicht diesen auferstandenen Jesus. Sie haben noch keine Beziehung zu ihm. Sie konnten ihn noch nicht kennenlernen. Die Juden haben eines gemacht. Die Juden haben eine Lüge erfunden und gesagt, dass Jesus von seinen Jüngern aus dem Grab entnommen worden ist. Und zwar die Jünger von Jesus haben den toten Körper von Jesus entwendet. Aber diese Lüge hat keinen Halt. Weil wir wissen, dass das Römische Reich, das ja das Land beherrschte, ein Großreich war zu der Zeit von Jesus, dass das Grab von den römischen Soldaten bewacht wurde. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass diese römischen Soldaten den Befehl hatten, das Grab zu bewachen. Aber diese Wachen liefen davon. Sie haben ihren Wachposten verlassen und das heißt, dass sie offiziell geflohen sind. Sie haben ihren Posten als Soldat verlassen. Sie haben gegen diesen Orden vom Römischen Reich widerstoßen. Und darauf steht die Todesstrafe. Jetzt werden diese römischen Soldaten, die davongelaufen sind, ihr Leben nicht riskieren für eine Lüge. Und ich glaube auch nicht, dass die Jünger von Jesus Christus, denn 11 von ihnen starben einen Märtyrertod. Ich glaube nicht, dass die Jünger einen Märtyrertod in Anspruch nehmen für eine Lüge. Niemand stirbt für eine Lüge. Ich glaube, dass niemand bereit ist, für eine Lüge zu sterben. Die ersten Christen in der Geschichte des Christentums haben ihr Leben riskiert für das Zeugnis, das in den 4 Evangelien drinnen steht. Wer waren die ersten, die Jesus oder die gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist? Sehr gut. Maria Magdalena, Juana, Maria, la Madre de Jakob und Salome waren die ersten, die hingekommen sind zur Gruft von Jesus und waren die ersten, die gesehen haben, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt hat der Sinn, das hineinzuschreiben,
dass die Frauen Jesus gesehen haben, hat vor einem Richter zu der Zeit Jesus keinen Sinn. Denn die Frauen hatten nicht den gleichen sozialen Status als die Männer. Das heißt, wenn wir die Frauen in den Zeugenstand berufen würden, um auszusagen, ob Jesus auferstanden worden ist oder nicht, zu der Zeit von Jesus Christus, sie würden nicht akzeptiert werden. Die Frauen wären nicht akzeptiert. Ihr Zeugnis würde nicht akzeptiert werden, weil ihr sozialer Status sehr weit unter den Männern war. Das heißt, das hier in den Evangelien niederzuschreiben, ergebe keinen Sinn, außer es ist so passiert und die Evangelien sagen die Wahrheit. Das heißt, die Autoren, die die vier Evangelien geschrieben haben, um die Frauen hineinzunehmen, zeigt davon, dass sie die Wahrheit schreiben. Wir haben natürlich nicht nur die 12, wir haben nicht nur die 500, die Jesus gesehen haben, da niedergeschrieben worden sind, wir haben auch nicht nur den Paulus, den Kephas, der namentlich genannt worden ist. Und jetzt kommt der größte Teil. Wir haben auf der ganzen Welt 2000 Jahre lang die Zeitschreibung. Seit über 2000 Jahren haben wir Christen, Menschen, die durch Jesus Christus die ihr Leben verändert wurden durch Jesus Christus, deren Leben verändert wurde durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Denn er lebt in uns. Ich bin auch ein Zeuge, meine Frau und die ganzen vielen Christen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, können Zeugnis davon abgeben, dass Jesus Christus lebt. Halleluja. Wir schauen uns einen nächsten Teil. Die Bibel ist voll von Prophezeiungen. Und zwar, Jesus hat insgesamt, ich weiß es nicht, ich glaube 600 Prophezeiungen erfüllt. Ich habe dieses Datum oder diese Daten herausgeschrieben, mindestens 60 Prophezeiungen, die Jesus erfüllt hat, wurden 200 Jahre vorher geschrieben. Meine Frage an dich ist, kannst du mir sagen, welcher Präsident 2030 in Österreich sein wird? Kannst du mir sagen, welcher Präsident in 2030 in Amerika sein wird? Oder in 2070? Oder in 2200. Kannst du mir sagen, wer im 2222. Jahr in Bethlehem auf die Welt kommt? Diese Daten waren Prophezeiungen. Es wurde prophezeit, dass der Herr geboren wird in diesem Dorf. Es wurde prophezeit, wie er geboren wird, wer die Eltern sind. Und diese Dinge geschahen 200 Jahre davor, diese Prophezeiungen. Und diese Prophezeiungen kann nur Gott geben. Nur Gott kann uns voraussagen mit dieser exakten Prophezeiung, dass er seinen Sohn von den Toten auferwecken wird. Das kann nur Gott. Die Chancen, diese Prophezeiungen, es gibt eine mathematische Kalkulation von 10 hoch 18. 1 zu 10 hoch 18 ist die Chance, dass diese Prophezeiungen eintreffen. Und alle diese wurden erfüllt. Denn unser Herr ist auferstanden. Unser Herr hat die Kraft über den Tod. Ja, Jesus Christus ist Gott. In Johannes 3,16, wir kennen
wir kennen diesen wunderschönen Brief, dieses Buch von Johannes. Johannes 3,16 steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In Johannes 1,18 steht: Jesus Christus ist der einzig geborene Sohn Gottes. In 1,18 steht: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Er ist im Schoß des Vaters. Und im Johannes 10,30 steht: Johannes 10,30 steht: Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist eins mit Gott, dem Vater. Sie haben die gleiche Natur. Schauen wir zurück. Bevor Jesus gekreuzigt worden ist, gab es einen Gerichtsfall. Jesus wurde von den Juden zu dem römischen Pilatus gebracht und gesagt, er ist schuldig, er muss gekreuzigt werden, wir tun es nicht, du musst es tun. Als Pilatus, der Gouverneur, der dort regiert hat, Jesus befragte, was war die Aussage von ihm? Ich finde an diesem Mann keine Schuld. Jesus hatte keine Schuld. Das wurde vom Richter öffentlich verkündigt. Was war das Gerichtsurteil? Warum wurde Jesus gekreuzigt? Das wurde vom Gericht so beschlossen, und zwar Sohn Gottes zu sein. Das war sein Schuldspruch. Er ist Sohn Gottes. Er war frei von der Schuld und wurde trotzdem ans Kreuz genagelt. Er wurde nicht für das, was er tat, gekreuzigt. Er wurde nicht für die Wunder gekreuzigt. Er wurde nicht gekreuzigt, weil er Wasser in Wein verwandelt, weil er den Blinden sehen, weil die Lahmen wieder gehen. Nein, Jesus Christus wurde gekreuzigt, weil er gesagt hat, er ist der Sohn Gottes. Das war sein Schuldspruch. Dafür musste er sterben. Als Pilatus keinen Ausweg sah, um Jesus freizugeben, hat er Folgendes getan. Er hatte den Barnabas vorgeführt, einen Mörder, einen bekannten, ruchlosen Mörder. Und wer wurde freigelassen? Barnabas. Es ergibt keinen Sinn. Der ganze Schuldspruch, es ergibt einfach menschlicherweise keinen Sinn. Der Richter sagte, ich finde keine Schuld an Jesus. Und trotzdem musste Jesus, es ergibt auf menschlicher Basis keinen Sinn. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Wenn er ohne Schuld war. Er wurde nicht gekreuzigt für nichts, was er getan hatte. Sondern er sagte, er sei der Sohn Gottes. Darum musste er sterben. Auf christlicher Weise ist es gut, denn er hat unsere Sünden, er hat diesen Preis bezahlt, unsere Schuld. Aber wenn wir das in der weltlichen Anschauung anschauen, den Gerichtsfall,
Warum wurde er gekreuzigt? Den Schuldspruch. Warum wurde er nicht für verrückt erklärt? Wenn man ihm nicht glaubte, dass er der Sohn Gottes ist, warum wurde er nicht für verrückt erklärt? Es wussten alle, dass er die Wahrheit sagte. Auf der Kreuzigung, die beiden Verbrecher, einer wurde gerettet, der andere nicht. Als Jesus starb, der Soldatenführer, der Oberst, der dort am Kreuz das Kommando hatte, sagte wahrhaftig, er ist der Sohn Gottes. Das Interessante an dem Gerichtsfall von Jesus Christus war, dass er nicht für das, was er getan hat, sondern für das, was er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Das war sein Schuldspruch. Der Richter befand ihn ohne Schuld, wollte ihn freigeben, hatte den schlimmsten Verbrecher vorgeführt, weil er gedacht hat, die Juden werden nicht diesen schlimmen Verbrecher, diesen Mörder freigeben, sondern Jesus Christus. Nein, sie gaben den Mörder frei. Sie bevorzugten einen bekannten Mörder freizulassen, als den, der sagte, ich bin der Sohn Gottes. Aber nur Gott hat die Kraft, die Toten aufzuwecken. Jesus hat nicht nur alle Prophezeiungen erfüllt, er war ohne Sünde. Er war ohne Sünde, er hatte viele Wunder getan, er hat den Tod überwunden und er ist auferstanden. Halleluja. Und diesen auferstandenen Jesus Christus verkündigen wir. Bist du dabei? Amen. Ich möchte jetzt da abschließen mit ein paar Namen von Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Und die Christen, die nicht jetzt in irgendeiner Religion, es gibt auch viel verschiedene Religionen, die sich Christen nennen. Aber ein wahrer Christ folgt Jesus Christus nach und dies ist die Wahrheit. Und zwar, ich möchte im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 4, steht ein Name, und zwar der Erzhirte, der Prinz der Pastoren. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheint, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Halleluja. Und im Hebräerbrief, Kapitel 13, wenn du das hast, kannst du Amen sagen. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus, der mache euch in allen guten Werk bereit, seinen Willen zu tun und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der große Hirte der Schafe, der große Hirte ist Jesus Christus. Wir sind nur kleine Hirten hier auf der Erde und sind bereit, seinen Willen zu tun, sind bereit, die guten Werke zu tun in seinem Namen. Halleluja.
Ja, Herr, ich danke dir für das heutige Wort. Danke, Vater, dass du, ja, dass du deinen Sohn geschickt hast für uns, damit wir durch ihn errettet sind, damit unsere Sünden bezahlt sind. Wir müssen nur daran glauben. In Jesu Namen danken wir dafür. Herr, ich segne jeden Einzelnen mit diesem Wort, mit dieser Verkündung. Jesus ist auferstanden. Er lebt und du kannst mit ihm eine Beziehung haben. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Er ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nach 3 Tagen auferstanden. Und wir können zum auferstandenen Jesus eine Beziehung haben. Glaubst du das? Bist du bereit dafür, Jesus nachzufolgen? Dann sprich es in deinem Herzen. Und du wirst mit unserem Herrn zu Tisch sitzen und essen. Amen.